Jo, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Nebo, Brox am Wookie. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein anderes Thema, und zwar unnützes Wissen über Sex. Und beginnen wir mal. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Frauen, die mit Vorname Maria heißen, dürfen in Italien nicht als Prostituierte arbeiten. 1 von 10 Babys in Europa wurden im IKEA gezeugt. Der erste Erotikshop wurde in Flensburg 1962 eröffnet und hieß Fachgeschäft für Ehehygiene. Forscher der Universität in Kalifornien haben herausgefunden, dass ungefähr 50% der Menschen, die ihren Frauen im Haushalt helfen, mehr Sex haben als die, die es nicht tun. Das Wort Vanille stammt von lateinischem Wort Vagina. Wusstet ihr, dass ein vorgetäuschter Orgasmus mehr Kalorien verbrennt, als wenn man wirklich einen hat? Die Proteine im Sperma reduzieren Falten. Wenn man lange Zeit keinen Sex mehr hat, kann es sein, dass der Penis um einiges kleiner wird. Beim Sex verliert ihr ungefähr 200 Kalorien pro 30 Minuten. Also solltet ihr bei mir 600 Kalorien verbrennen. Wer dreimal pro Woche Sex hat, verringert das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen. Und an all die Schlaumeier da draußen, wenn man 2 Kondome aufzieht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Kondom platzt und deine Freundin schwanger wird. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Das erste Sexgeschäft wurde 1962 in Flensburg eröffnet und hieß. Der Name des Shops war Hygiene für Ehe. Fachgeschäft für Ehehygiene. Eine Diät senkt das Körpergewicht und Eine Diät reduziert das Körpergewicht und das Sexlust und das. Der Gründer von der Internetseite Match.com hat seine Flau. Wusstet ihr, dass jede 50. Frau einen dritten Brustwarzen hat? Ungefähr 1 von 5 Männern schalten während des Geschlechtsakts am Nachräumen. In Oxford, balcony fucking acapella sound like the